If you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. Hallo, hier ist Gesche von Gestempelt. Herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich möchte heute eins der Projekte mit dir machen, das wir auf unserem Teamwochenende gemacht haben. Und zwar hat die liebe Birger mit uns diese kleine, aber feine Box mit großer Überraschung gemacht. Denn das ist eine Double Slider Merci-Verpackung. Du ziehst also an einer Seite und beide Schubladen gehen raus. Das kennst du vielleicht schon von Double Slider Karten. Und hier machen wir jetzt gemeinsam so eine Box, die ziemlich klein ist. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du ganz genau arbeitest mit deinem Papier. Wie immer findest du unten eine Übersicht über die Produkte, die wir heute benötigen, sodass du jetzt auf Pause machen kannst, dir alles zusammensuchen kannst und mit mir gemeinsam loslegen kannst. Wir beginnen mit einem Stück Farbkarton in Grundweiß extra stark. Und zwar hat das die Maße 14,85 mal 8,1 cm. Und hier machen wir jetzt als erstes die Außenhülle unserer kleinen Verpackung. Und wir müssen ein bisschen falzen. Und zwar bei 1,2 cm. Ich lege mir das hier auf der rechten Seite an. 1,2, 3,3, das kann ich auch noch hier drüben machen. Dann drehe ich das Papier um 180 Grad und mache weiter bei 4,6. Die Maße findest du auch unten unter dem Video, ne? Sollte ich dir ein wenig zu schnell sein. Dann machen wir weiter bei 6,8, 9,4, 11,6 und wir schneiden bei 14,3. Und bevor du das Papier jetzt weiter bewegst, müssen wir eine Markierung setzen. Und zwar drehst du es am besten nur einmal auf den Rücken und machst dir hier eine Markierung. Das ist die Stelle, wo wir nachher den Schiebemechanismus einbauen. Und so weißt du schon mal, wo das hin soll. So. Und jetzt machen wir uns unsere Schubladen. Dafür brauchen wir ein Stück 8,8 mal 11,4 cm. Und wir fangen jetzt mit der langen Seite an zu falzen bei 1 cm. Das mache ich wieder hier auf der rechten Seite. Bei 2,2. Nun drehen wir das Papier und falzen bei 10,2. Und jetzt nehmen wir uns die kurze Seite vor, bei 1,2. Bei 3,2. Wir drehen wieder um 180 Grad. 5,6. Und 7,6. Und jetzt lässt du die kurze Seite oben liegen und wir teilen das Ganze bei 4,4, denn wir haben uns jetzt mit einem Rutsch beide Schubladen gemacht. So soll das Ganze dann im Optimalfall aussehen. Bei einer der beiden Schubladen brauchen wir hier ein Stück extra, um das nachher an unserem Schiebemechanismus anzukleben. Das heißt, du nimmst dir jetzt hier die Schere und schneidest dir hier aus dem Quadrat eine Klebelasche. Und dieser kleine Schnipsel hier oben kann weg. Und das gleiche, da habe ich nicht gut geschnitten, das machen wir nochmal. Hier ist es tatsächlich wichtig, dass wir schön exakt arbeiten, sonst passt das Ganze dann nachher nicht rein. Und hier auf der anderen Seite genauso. Auch dieses Stück wegschneiden. Und wie gesagt, das bleibt hier stehen.
Und hier brauchen wir dieses extra Stück nicht. Aber da wir das ja zusammen gefalzt haben, ist es halt da. Das schneiden wir jetzt als erstes einmal weg und machen bei der anderen Schublade Klebelaschen, wie wir das kennen. Faltest du das erst einmal mit dem Papierfalter alles ordentlich nach. Und nun kleben wir die Schubladen zusammen. Und das in dem Fall ist es tatsächlich empfehlenswert, das mit Tombow zu machen. Denn doppelseitiges Klebeband kriegt man hier nicht so gut drauf. Und das darf auch alles nicht so dick sein. Das heißt, auch Blue Dots fallen in diesem Moment aus. Und hier schön im rechten Winkel arbeiten. Unsere kleinen Schubladen machen und ein klein bisschen Geduld haben dabei. Ich bemühe mich auch, also schaffst du das auch mit der Geduld. So. Schublade Nummer 1. Und auf der gegenüberliegenden Seite genauso, da ist nur dieses kleine Extrastück. Knirsch, knirsch. So, das haben wir schon mal. Nimmst du dir dieses Stück zur Hand und faltest das erst einmal nach alles. Und jetzt kommt die Folie ins Spiel, von der ich schon berichtet habe. Du brauchst ein Stück Folie, 2 cm mal 17,3 cm. Und hier bietet sich tatsächlich die Folie von so Klarsichthüllen an, so Dokumentenhüllen. Und das Ganze wird mit doppelseitigem Klebeband aufeinander geklebt. Also, die hängt an mir. Du machst hier doppelseitiges Klebeband. Vielleicht lege ich was drunter. Kann man das dann besser sehen? Vielleicht. Auf ein Ende der Folie. Und nun sollte das im Optimalfall auch tatsächlich nicht über die Folie hinausgehen. Das kannst du ja noch so ein bisschen rüberschubsen, weil wir das nicht auf der Verpackung, sondern die Folie auf sich selber ankleben. Du legst das also hier rum und machst das bitte nicht zu stramm. Das Ganze muss also auch noch so viel Spiel haben, dass es sich hier gut verschieben lässt. So funktioniert das ganz gut. Und nun kommt diese kleine Schachtel mit dem kleinen Extra-Stück hier zum Einsatz. Und zwar machst du da auch quasi von außen ein Stück doppelseitiges Klebeband dran. Und klebst das Ganze jetzt bündig hier
auf die Folie. Das heißt, du legst das hier mittig bündig in deine Verpackung und drückst das nochmal fest. Und nun kommt die zweite Schublade zum Einsatz und die wird genau auf der gegenüberliegenden Seite, also da, wo man nachher verschoben, die Packung rausschiebt, angeklebt. Jetzt kann man sich das noch nicht so genau vorstellen, das kann ich verstehen. Das heißt, du nimmst auch hier an der Unterseite einmal doppelseitiges Klebeband. Machst das an deine Verpackung. Und nimmst die Seite, die lose ist. Und klebst es hier genauso bündig an die Folie. Und nun können wir schon diese Banderole verschließen. Und dabei ist es ganz wichtig, dass dieses kleine Stück nach oben geht. Und dann wird das Ganze hier, also, ne, das ist der Mechanismus mit der Folie. Und dieses Stück kommt nach oben weg. Und dann legst du das einmal um die Verpackung rum und klebst es hier zu. Das heißt, hier kommt doppelseitiges Klebeband drauf. Und dann wird das Ganze hier rumgelegt. Wichtig ist, nicht zu stramm. Arbeite bündig, aber nicht zu stramm. Und dann kommt der überraschende Moment. Ja, habe ich die falsche Richtung. So, falsch gezogen. Und dann kann man gucken, ob der Mechanismus funktioniert. Jetzt machen wir zur Hilfe des Ganzen hier noch kleine Bänder rein. Ich habe mir hier 5 cm Stücke zurechtgeschnitten, die ich mit einem Glue-Dot zusammen mache. Ich habe jetzt hier, also mein Sommer, mein Beispiel war ein Südseesommer. Und jetzt habe ich Petunien Pink gewählt, weil wir das Designerpapier von den neuen In-Color-Farben genutzt haben. Und das Ganze wird jetzt hier einmal in die Schublade hereingeklebt. Und dann kann man besser ziehen. Wenn die nachher die Verpackung Gewicht hat, wir legen da jetzt einfach mal die Merci rein, dann lässt sich das Ganze auch ein bisschen besser schieben. Also dann hat man ein bisschen mehr Grip bei dieser kleinen Packung. Und dann geht das Ganze auch schon viel einfacher. Ein toller Mechanismus, wie ich finde. Und jetzt wird das Ganze noch verziert. Und zwar brauchen wir Designerpapier mit einer Breite von 7,6 cm. Und wir brauchen, wenn du jetzt einen Musterverlauf hast, ein Stück mit 2,3, ich glaube, ich mache das hier, ist einfacher. Ein Stück mit 2,3, ein Stück mit 1,8. Bei mir ist es jetzt egal, aber wenn du einen Musterverlauf hast, dann deswegen erkläre ich dir das einmal. Und nochmal 2,3. Die 2,3 cm Stücke kommen hier an die Seite.
Hier oben kommt das 1,8 cm große Stück hin. Und hier wieder 2,3. Hier habe ich jetzt schon ein kleines für dich aus dem Stempelset Schöne Überraschung genommen. Das habe ich hier einfach in die Mitte geklebt. Und zu guter Letzt können da noch ein paar Glitzy-Steinchen drauf. Ja, du siehst, ein tolles Projekt, was Birger da für uns vorbereitet hat bei unserem Teamwochenende. Alle waren ganz erstaunt, als sie dann fertig waren mit dieser tollen Verpackung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Nachwerkeln und ja, trau dich ruhig mal ran. Das sieht fummeliger aus, als es ist. Wenn man das einmal begriffen hat mit dem Mechanismus, dann ist es ganz, ganz einfach. Wie gesagt, die Maße stehen unten und ich auf meinem Blog findest du auch die PDF-Anleitung, die Birger für uns gemacht hat. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn ja, dann lass mir gerne ein Däumchen da und abonniere meinen Kanal. Natürlich freue ich mich, wenn du aktuelle Stampin' Up-Ware bei mir bestellst. Alle Infos findest du auf www.gestempelt.de. Dort findest du auch mein Neukundenangebot und mein Bonuspunkteprogramm. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald.